I'm low key like the moji I'm low key like the moji Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Amateurtester. Ich halte mich heute besonders kurz und sage Danke an das Autocenter Strehle. Viel Spaß mit der 360-Grad-Einführung. So einen Wagen in irgendeinem Wald abzufilmen, kann natürlich so gut wie jeder, und ihr wisst ja, meine Freunde, machen wir natürlich keine Videos wie alle anderen. Deshalb wechseln wir jetzt mal die Location und jetzt lassen wir euch einfach mal genießen. Man könnte jetzt natürlich fast sagen, dass wir einen gewissen Hang zur Übertreibung haben, und da habt ihr auf jeden Fall recht. Nachdem wir das geklärt haben, könnte ich mich jetzt natürlich stundenlang vors Auto stellen und euch erzählen und zeigen, welche tollen Linien Mr. Peter Schreier da entworfen hat, aber ihr habt da eigene Augen im Kopf und sicherlich auch einen eigenen Sinn für Ästhetik. PS, wir finden den Wagen absolut gelungen. You really want it, then go take it. You really want it, then go make it. Yeah. Vom Leuchtendesign her konnte der Wagen wirklich überzeugen. So gut wie alle Leuchtmittel waren mit LED-Technik ausgestattet und gerade die Lichtsignatur der Scheinwerfer gefiel mir als Leuchten-Fanboy so richtig gut. Der Wagen hat einen gewissen Charakter und gerade dieser wird auch in einem nicht unerheblichen Maße mit der erwähnten Signatur übertragen bzw. erzeugt. Die Rückleuchten fallen etwas dezenter aus, passen aber gut ins Gesamtbild. Das einzige, was ich mir am Heck gewünscht hätte, wäre eine durchgehende LED-Linie. Der rote Streifen in der Mitte ist leider nur Deko und leuchtet auch nicht als dritte Bremsleuchte auf. Diese befindet sich nämlich über der Heckscheibe. Der Innenraum ist mit seinen Materialien und der Verarbeitung auf einem richtig hohen Niveau. Einmal reingeschwungen will man erst einmal alles anfassen und so gut wie alles auf der oberen Hälfte fühlt sich dann auch wirklich gut an. Gerade das mit Kunstleder bezogene Element in der Mitte mit seinen drei Turbinen kommt richtig edel, und auch sonst findet man sehr oft Kunstlederapplikationen und aufgeschäumte Elemente. Immer diese Luft. Natürlich sind auch harte Kunststoffe verbaut, diese sind aber hauptsächlich nur im unteren Bereich zu finden und dennoch hochwertig verarbeitet. Die leicht zum Fahren geneigte Mittelkonsole ist sehr übersichtlich und gerade die Alu-Optik macht wirklich etwas her. Hier befinden sich dann auch die Knöpfe für die Sitzbelüftung und Sitzheizung, Parkbremse und, wichtig für alle Möchtegern-Rennfahrer, hier lässt sich auch das ESP im Sport-Plus-Modus komplett deaktivieren, und das ist gerade bei der Heck-angetriebenen Variante ein Spaß gerannt. Was Amateurtester-Zuschauer natürlich niemals ausprobieren würden, da Amateurtester-Zuschauer keine Möchtegern-Rennfahrer, sondern achtsame und vorbildliche Autofahrer sind und das ESP aus Sicherheitsgründen immer anlassen werden. Das Infotainment-System ist kurz gesagt auf dem Stand der Zeit. Dieses hat eine gute Auflösung, arbeitet schnell, was auch für die Routenführung bzw. Navigation gilt, und ist Android Auto bzw. Apple CarPlay kompatibel. Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle die wirklich sehr gut klingende Harman Kardon Anlage mit 15 Lautsprechern, die zusätzlich auch noch sehr hübsch ins Design eingelassen wurde. Auf Sicherheitssysteme und Helferchen muss natürlich auch niemand verzichten. Spurhaltewarner, Notbremsassistent, Tempomat mit Abstandshalter, Fernlichtassistent und Kameras rund ums Fahrzeug. Wie ihr wisst, kann ich solche trockenen Fakten überhaupt nicht leiden, weswegen ihr euch gern auf der Kia oder Autocenter Strehle Seite über diese Systeme weiter informieren könnt.
Die Platzverhältnisse im gesamten Fahrzeug kann man erst wirklich großzügig beschreiben, wobei die Kopffreiheit auf den vorderen Plätzen durch das Panorama-Glasdach nicht ganz so luftig war. Mit meinen 1,82 hatte ich zwar noch Platz nach oben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es Ü1,90 etwas eng werden könnte. Auf der hinteren Sitzbank kann man sich sicherlich auch nicht beschweren, wobei auch hier die Grenze so bei 1,85, 1,90 liegen dürfte. Zumindest wenn man richtig gerade sitzt, was eh keiner macht. Wenn man normal und bequem sitzt, sollte man als großgewachsene Person auch keine Probleme haben. Der Kofferraum fasst ein Volumen von 406 bis 1114 Litern und ist somit als solide zu bezeichnen. Die Rückbank lässt sich übrigens, wie ihr sehen könnt, meine Freunde, leider nicht vom Kofferraum aus umklappen. Kommen wir zur Rundumsicht. Da das Ding ein ziemlich sportliches Design hat, ist die Rundumsicht natürlich nicht die beste, aber man verliert auch nicht den Überblick im Straßenverkehr. Die Spiegel waren alle ausreichend groß und der Blick nach hinten wieder ziemlich modern. Dank der ganzen Helferchen stellt das aber kein Problem dar. Sicherlich Gewöhnungssache, aber ich konnte den Wagen gerade am Anfang recht schwer einschätzen und da war ich dankbar, eine 360-Grad-Kamera mit an Bord zu haben. Der Wagen wurde von uns auch viele Kilometer über die Landstraße gejagt und verdammt nochmal, da hat er sich richtig wohl gefühlt. Wir hatten den zurzeit einzigen Diesel mit 2,2 Litern, 200 PS und wie gesagt Heckantrieb. Viele werden vielleicht jetzt entsetzt sein, aber ja, auch die 200 PS aus dem Dieselmotor haben durchaus Spaß gemacht und reichen absolut für dieses Fahrzeug. Das Fahrwerk ist ziemlich sportlich abgestimmt und die Lenkung schön exakt und auch straff. Der Kia-Zuwachs fährt sich genau so, wie man es erwartet und das macht verdammt Laune. Ebenso war die 8-Stufen-Automatik sehr passend für das Fahrzeug und hatte auch eine kleine Besonderheit. Am Gangwahlhebel, ein sehr schreckliches Wort, konnte man nicht auf manuelles Schalten umstellen, sondern mit Betätigen der Schaltwippen ging das automatisch. Also kann man seine Hände die ganze Zeit am Lenkrad lassen. You keep on working, keep on growing. Zielsicher von A nach B kommen und das auch noch schnell. Das ist mit dem Stinger mehr als möglich. Kia hat hier meiner Meinung nach ein sehr gelungenes Gefährt gezaubert. Schon alleine der Schlüssel ist ein Highlight. Hübsch und schlicht, doch das Beste? Selbst wenn der Schlüssel sich in der Hosentasche befindet, kann man einfach und schnell die richtige Taste drücken. Ähnlich eines Auslösers befindet sich die Verriegelungstaste oben. Finde ich persönlich als Frau, die sowieso immer viel zu viel sucht, perfekt. Das Design vom Stinger ist auch gelungen. Leichte Rundungen innen wie außen. Er bietet genau das Gegenteil von dem, was andere Hersteller gerade versuchen, alles kantiger und eckiger zu gestalten. Und ja, auch mit dem Stinger kann man extrem auffallen, auch wenn der Sound ab und zu gefehlt hat. Aber schon aufgrund der Größe und Breite und des auffälligen Designs schaut jeder nach dem Stinger. Vielen Dank fürs Zusehen, meine Freunde. Ballert uns wie immer eure Kommentare in die Kommentarbox, damit wir eure Kommentare kommentieren können. Ich hoffe, euch hat die besondere 360-Grad-Einführung gefallen und für alle, die bis hierher geschaut haben, gibt es jetzt noch einen kleinen Mini-Bobby-Car-Porn. Bis zum nächsten Mal, eure Amateurtester.